Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht Unser mehr erleben. Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie! Oder ein echter Soldat! Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Ich versuche, sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Soldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen.
Mit Heulen und Schreien das Kriegsbeil blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Es ist soweit, Booker. Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Schleich hier rum! Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? Der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Gebt euer Bestes! Vor der Ferne! Ugh!
Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Was machst du denn? Was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben, doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Du musst ein Schloss knacken. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Öffne ihn. In Ordnung. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slades Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Wir sehen da! Geschütz, schnell! Thank you.
Rumstocks Schusshündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bugge? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Besuchen Sie Probierlos und lernen Sie das brandneue Schockjockey kennen. Wer braucht schon das Elektrische? Den Himmel beugte Comstock das Knie. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schein Vaterlands Wald. Doch hier verheerend beugt er auch das Knie für uns allein seiner Kunst. Lechmänner, Bucke, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. So. Geschafft. Kannst du dir das mal ansehen? Puh, Kinderspiel. Der Laden wurde geplündert. Bitteschön. Das ist kein Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Slate. Er ist hier. Ach, der da. Geht klar. Wegen Slate. Es war Slate, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slate, der die Tore Pekings stürmte. Slate! Slate! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Nicht diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Ah!
Bukate mit, den ich kannte. Lechmann! Lechmann! Hast du nicht auf Lager sollten? Jetzt komm schon, David! Enttäusche die Jungs nicht! Zum Ruhme Columbias! Gnade! Du bist ja noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller!
Bring's zu Ende! Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Electricity. Hold and release to create a shocking trap. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat.